Wie war das denn generell für Sie, also von Ungarn ins Rheinland zu kommen? Was gab es denn da so für kulturelle Unterschiede, die Sie vielleicht am Anfang so ein bisschen, ja, gestört haben oder auch fasziniert? Ich habe einen Schock erlebt. Also niederrheinisch Essen. Ich war kein Feinschmecker. Nein, also meine Mutter sagte immer, ich hätte da schon zu Hause immer rumgemeckert am Essen. Aber das, was ich da zu essen bekommen habe, das hat mir überhaupt nach nichts geschmeckt. Bis ich eines Tages mal in einem Geschäft so scharfe Paprika, kleine scharfe Paprika entdeckt habe. Die habe ich dann mir immer in meine Suppe hineingetan, damit es ein bisschen nach zu Hause schmeckt. Übrigens ist das auch von meiner Pflegemutter später übernommen worden. Es gab ja 1956, was hatte man da an Gewürzen? Maggi, Salz, Pfeffer, Maggi. Und all die anderen schönen Gewürze, die sind ja erst später in die deutsche Küche gekommen. Ne? Also mit dem Essen hatte ich eigentlich am Anfang die größten Schwierigkeiten. Aber dann habe ich mich auch doch auch ganz gut dran gewöhnt. Schön war es in Kevela für mich natürlich. Die Gemeinschaft auf der Werkstatt und dann die Gemeinschaft in der Familie mit den Kindern. Die Kinder haben mir Deutsch beigebracht. Also besser gesagt, die haben mich immer auch verbessert. Vor allen Dingen die Jüngste, die damals, ja wie gesagt, 4 Jahre alt war, die hat schon ganz am Anfang manche Wörter 5-mal, 6-mal, 10-mal mit mir wiederholt, bis die Aussprache richtig war. Also in Kevela ist so vieles an intensiven Dingen passiert. Ich glaube, wenn ich das aufschreiben könnte oder würde, da könnte ich einen dicken Roman drüber schreiben. Es waren schon sehr, sehr schöne und aber auch, ich meine, für einen Lehrling, damals waren Stifte, nicht auch Azubis, gell? Ganz am Anfang hatten wir 48 Stunden und danach wurden dann noch die Werkstatt geputzt. Also wir waren schon von morgens bis abends in der Werkstatt, auch samstags. Ja. 48 Stunden die Woche und Ja, und dann nach Feierabend aufräumen. Das waren so die Zeiten damals für die Lehrlinge. wie wurden Sie denn überhaupt, Sie waren damals 14, und sich dann als Jugendlicher in eine Familie nochmal zu integrieren, ist ja relativ schwierig. Wie ist Ihnen das denn gelungen? Ich glaube, für die anderen war es auch nicht einfacher. Also für meine Pflegemutter, die plötzlich da so einen pubertierenden Ausländer vor der Nase be gesetzt bekommt, für sie war es am Anfang auch nicht einfach. Wir haben uns zusammengerauft. Und wenn Sie sehen, wie die Familie, also meine Pflegeeltern und jetzt meine Pflegemutter, wie sie mit meinen Kindern und mit meiner Enkelin umgeht, sie hat. Wie viel? 15 Enkelinnen und jetzt inzwischen, glaube ich, 5 oder 6 Urenkel. Und meine Kinder gehören dazu. Das ist etwas, ich denke, so oft auch nicht gibt. Die Zeiten waren anders. Man war in Deutschland auch bescheiden in den Ansprüchen, war noch nicht der große Wirtschaftswunderzeit. Und man war auch bereit zu teilen, obwohl man doch so viele Millionen Vertriebene und Flüchtlinge schon aufgenommen habe. Aber wir Ungarn waren Exoten. Also eine ganz kleine nette Geschichte, als ich in Pforzheim ein Zimmer gesucht habe. Dann habe ich einen meiner Mitschüler gebeten, mit mir mitzugehen, weil ich das noch nie gemacht habe. Und das Zimmer gefiel mir und da sagte der Mitschüler zu der Vermieterin, ja, aber nicht ich ziehe ein, sondern hier er. Ne? Und da ich ja vorher fast nichts gesagt habe, hat sie gefragt, wie heißen Sie denn? Und sagte ich dann, Ausländer nehmen wir nicht. Also schade. Ne? Und beim Rausgehen rief sie hinterher, sagen Sie mal, wo kommen Sie denn her? Ja, ich sage aus Ungarn. Ungarn sind keine Ausländer nicht. Und dann habe ich das Zimmer bekommen.